Moinsen Leute und jetzt kommt zu Let's Play Legacy of Kain, The Soul Reaver. Ich bin nochmal am Anfang, weil, naja, muss halt, ne, wenn ich beende, definitiv nochmal machen. Ich versuche jetzt erstmal diesen Block hier runter zu schießen, ich sehe es gerade nicht, und den anderen versuche ich zu verschieben. Zu unseren Belieben, dass es für uns günstig wird. Ich schieße daneben, das ist super. Weiter runter. Oh wow, jetzt habe ich wieder mein Solution-Ding. Das ist super. Wieso erscheint diese scheiß Message immer wieder? For best picture quality, change resolution to... Ja, und jetzt ist es wieder weg. Full HD. Was ich habe. Kann ich ihn überhaupt da runterschießen? Den anderen konnte ich auch verschieben. Ich weiß nur nicht, wohin ich ihn verschieben muss. Ob ich den auf die rechte Seite oder was ich will. Ich weiß nicht, ob ich den halt an dieses Ende hier bringen muss. Oder halt ans gegenüberliegende. Ich probiere es erstmal, weil ich schon angefangen habe, den darüber zu schießen, dass ich auch da weitermache. Und wenn es halt verkehrt war, muss ich es halt nochmal von der anderen Seite machen. So. Ich höre Geflüstere, Münzchor, Münzgesang. Gib nur richtig Gas, Rosiel. Ist das jetzt ans Ende? Wir gucken mal. Ich glaube, man kann bestimmt hier auch überall oben lang gehen und kommt dann halt nochmal an den anderen. Wie nenne ich es denn jetzt mal? Ja, siehst du hier, Transformationspunkt. Perfekt, dann kann ich nämlich nicht runterfallen. Dann den anderen Block wahrscheinlich jetzt irgendwie runterschmeißen oder schießen. Und da vorne hätte ich jetzt nur noch wieder Dings bekommen. Boah, ich bin mal mutig. Ich kann ja wieder hochkommen. So ist es ja nicht, ne? Shit. Das ist natürlich jetzt blöd. Da müsste hier nicht auch irgendwo der andere Felsknödel sein. Ach nee, Quatsch. Ich kann ja jetzt das Ding nehmen und schieben, wie ich möchte. Alles easy peasy. Jetzt gehen wir das erstmal nach rechts, würde ich sagen. Sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Wir schimmeln halt nur ein bisschen. Die restlichen Kadaver, die rumliegen und... Oh wow, okay, das reicht nicht. Eigentlich... Irgendwo noch ein zweiter Block? Oder habe ich den schon so weit fast runtergeschmissen? Ich muss einmal... Ich würde mal Cookie machen. Aber das bringt mir ja auch nichts. Oder? Ich schieb den jetzt mal erstmal daran. Also entweder habe ich es verkackt, weil ich den anderen Block schon fast runtergeschossen habe und das hätte ich vielleicht nicht tun dürfen. Dann muss ich nochmal... Gewaltige machen. Ich habe jetzt aber auch hier nichts, wo ich den theoretisch reinschieben könnte, um... Es ist schön, dass ich hier so ein Energiekugelchen habe, das bringt mir ja nichts. Ich habe ja nirgendwo hier... Ach, da ist er. Ich wäre jetzt sehr verbunden, wenn... ich was sehen könnte. Oder muss ich ihn vielleicht von der anderen Seite... Nee, kann ich ja gar nicht von der anderen Seite. Aha. Wie wir ja gesehen haben, ist da hinten ja nichts. Das ist ja tiefer angelegt als das da, ne? Ich muss irgendwie da hinkommen und wahrscheinlich den dann runterschmeißen. Diese Kamera nervt mich gerade mal wieder hart. Ich möchte das nämlich nicht. Komm, das solltest du. Komm, komm, komm. Oh, Junge. Ich kann versuchen,
oben noch ein bisschen höher, aber... Gibt's doch gar nicht. Ich muss dort von da darüber kommen. Oder bringt Spektralwelt, bringt das irgendwie näher? Nee, ne? Nee. Hätte ich jetzt auch nicht so gesagt. Jetzt muss ich da wieder... Das war ja schlau, Siff. Das hätte ich nicht machen sollen, sondern schießen wir das jetzt wieder rüber, weil ich glaube, mit meiner Spektralkraft kann ich das nicht rüberschießen. Nee. Das ist ja kein Problem. Wir machen das, wir schießen da jetzt ein bisschen drauf. So, dann sollte das reichen. Okay, oder auch nicht. Scheiße. Habe ich den nicht nah genug angeschossen? Machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Das ist gut. Kein Ding für den King. So, jetzt sind wir hier durch. Aber wir haben immerhin schon mal eine Schabur, wo wir hin müssen. Wieso schießt es jetzt nicht weiter? Die Gitterstäbe sind auch nicht wirklich sehr hilfreich, also nicht sehr guckfreundlich. So, einen noch. So, wird jetzt genügen. Das war, glaube ich, dann auch der Anfang, wo wir waren. Theopraktiker könnte ich jetzt... Da war da auch noch was mit dem Block, meine ich. Das möchte ich mir nochmal eben angucken. Also entweder habe ich das jetzt auch wieder ver... Nee, guck mal, hier ist auch was mit dem Block. Den kann ich dann quasi bestimmt als Shortcut nehmen, oder? Dass ich den da vorne zum Links hin trage. Mal gucken, hier ist nichts, ne? Ich nichts. Das ist kein Sonnensymbol oder so drauf? Nö, gut. Ich finde das komisch, dass wir halt hier wirklich noch keine Gegner haben. Das ist eigentlich... Okay, bis auf in dieser Spektralebene. Aber eigentlich auch, wenn da hier die Vampirjäger waren, irgendwas müsste doch da sein. So verlassen? Ich könnte mir vorstellen, dass tief im Innern Scheiß ist, aber ich meine manche auch. Ich meine, einige sind verreckt, aber halt ein Teil der Überlebenden ist jetzt Aasfresser. Eklig. So. Jetzt habe ich hier immer einen Shortcut. Das ist praktisch, dann brauche ich das Scheißding nicht mal wegschießen. Nice. Gerne nochmal probieren, wenn ich das hier dran schiebe, ob es vielleicht doch geht. Boah, so richtig durch die Matschpappen hier. Aber ich glaube, Duma war wirklich der, dessen Haut so ein bisschen aufgeplatzt ist, der dort nicht standhalten konnte. Das müsste jetzt ja ungefähr hier nicht dein Laserschwert schwingen. Ungefähr hier. Nee, das, wir sind zu tief. Immerhin haben wir schon mal einen Mini-Shortcut freigeschalten. Das muss der Rest nur passen.
Mich verwirren diese Kugeln. Ich hatte die bis jetzt noch nie gebraucht. Ich kann den ja auch nicht irgendwo hinschleudern. Das macht ja wirklich keinen Sinn. Ich muss dahin. Anders geht das nicht. Das muss so sein, dass man da hinkommt, beide runterschmeißt und dann die aufeinander stapelt. Das geht nicht anders. Das muss einfach so sein. Ich verkacke das nur irgendwie wieder so richtig krass. Und in der Spektralebene ist da ja auch nichts. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ich irgendwas mit dem Scheiß... Oh, hör auf, die Kamera zu drehen. Oh, Junge! Oh, der dreht die wieder automatisch. Das ist zum Kotzen. Oh, Alter, rallt das Spiel das nicht? Wenn ich etwas drehe, dann hat das auch so seine Bewandtnis. Dann möchte ich ja, dass es auch so bleibt. Wie komme ich da hin? Hör auf zu drehen. Hör auf. Einfach lass sie bitte so, wie sie ist. So. So und nicht anders. Nein. Das ist doch... Was mache ich verkehrt? Weil in anderen Räumen macht es erstmal keinen Sinn, da irgendwie rumzupurschteln. Vielleicht muss das so sein. Boah, das provoziert mich jetzt voll mit diesem... Jawohl, geschafft, ich sag's doch so. Die Scheiße schmeiß ich jetzt erstmal runter, weil damit kann ich ja nachher auf die andere Seite oder von mir aus, wenn ich hier nochmal hoch möchte, hier nochmal hoch. So, tschüss. Gucken wir uns mal um. Dann muss ich stapeln, dann muss ich die Scheiße noch stapeln und dann komme ich auf die andere Seite. Guck mal. Okay, hier ist nichts. Noch nichts. Aber ich glaube, ich höre irgendwas trapsen hinter der Tür. Ha. Huh. Noch nach rechts, dann kann ich den anderen nämlich einfach dagegen schieben und dann da drauf. Six, das passt perfekt. Ist geradeaus dahin und dann da hoch und dann Doppelsprung hoch und dann kann ich ja nämlich auch hoch. Wehe, wenn nicht. Andocken, perfekt. Hä? Hey. Ja. Ich frag mich, sind das irgendwie, ist das ein Ribcage? Also wie nennt man das denn? Das ist ein Skelett, nur. Wie heißt das denn auf Deutsch? Brustkorb, genau. Brustkorb heißt das. Aber war das nicht hier so diese Hebestation? Was ist jetzt eine andere Seite? Ja, ne? Das ist jetzt nicht dieselbe Seite. Das ist einfach nur eine Stufe höher. Ich glaube ja, ne? Okay, wir sind jetzt eine Etage hier höher gekommen. Wow. Das bringt mir so viel wie ein feuchter Händedruck. Was soll jetzt zum Kotzen? Ich muss ja irgendwie ganz oben an den scheiß Schalter. Ich hab wieder irgendwas hier greifen. Das brauche ich jetzt gerade mit. So, was habe ich da oben übersehen? Das kann doch nicht alles sein. Wenn ich eine Etage höher bin? Ne, ich muss zwei Etagen höher, glaube ich, ne? Da oben? Da komme ich ja nicht, da komme ich nicht dran, ne?
Wenn ich den scheiß Schalter nicht umheble, komme ich auch nicht weiter. Aber hier kann ich ja nicht noch höher, oder? Was hat mir das jetzt hier gebracht? Ich verstehe das nicht. Toll, ich kann jetzt in die Seiten, aber das ist ja jetzt hier. Das ist nix. Da oben muss ich, glaube ich, hin. Ich kann ja auch nicht klettern oder irgendwie was. Überschwingen auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, das müssen wir beim nächsten Part machen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß in Way.